Kapitel 3. Hallo und willkommen zurück zu Fire Emblem Fates. Wir sind immer noch im Prolog und schauen uns jetzt mal an, was weiterhin passiert. Wir sind immer noch am Anfang. Gut, Ainavi. Lass uns zusammen reingehen. Ich helfe dir so gut ich kann. Wir reden hier über unseren Vater. Er muss dir verzeihen, richtig? Yes. Danke, Elise. Ich hoffe, du hast recht. Na schön. Tief Luft holen und los geht's. Vater, wir müssen etwas mit dir besprechen. brauche ich nicht übersetzen. Vater? Vater? Hä? Hört sich an, als wäre er nicht allein. Vielleicht sollten wir etwas später wiederkommen. Na, wer ist da? Entschuldige die Störung, Vater. Ja, es tut uns leid, falls wir ungelegen kommen. Was wollt ihr zwei? Vater, wir sind hier, um uns zu entschuldigen. Stimmt doch einer wie, oder? Ja, das ist richtig. Verzeiht, dass ich euch in Frage gestellt habe. Tretet ein. Scheint niemand anders da zu sein. Ainavi, du hast einen direkten Befehl von mir missachtet. Normalerweise wärst du nicht mehr am Leben. Ich verstehe. Nein, Vater, ich kann das erklären. Schweig. Da du mein Kind bist, Ainavi, kann ich etwas milde walten lassen. Ich habe etwas im Sinn für dich, eine Mission. Erfüllst du diese Aufgabe erfolgreich, vergebe ich dir dein Vergehen. Wirklich? Was für eine Mission? Listen well. Es gibt eine verlassene Festung nahe der Hoshidischen Grenze. Ich wünsche zu erfahren, ob das Gebäude noch nutzbar ist. Du reist dorthin und begutachtest die Örtlichkeiten. Kein Kampf ist notwendig. Hast du mich verstanden? Ich werde keine zweite Missachtung dulden. Yes. Ja, Vater, ich werde das erledigen. Das Ding hat doch sicher einen Haken. Es muss einfach einen Haken haben. Liebling, sicher, dass du da draußen zurechtkommen wirst? Na, Entschuldigung. Mir gefällt das nicht. Natürlich, bitte sorg dich nicht. Es ist nur eine verlassene Festung. Du nimmst das sehr gelassen, Henry. Nachsichtig zu sein, ist so gar nicht Vaters Art. Was meinst du damit, Leo? Das reicht, Leo. Sei doch nicht immer so besorgt, hey. Versuch nicht erst einer wie vor seiner ersten Mission Angst zu machen. Oh. Das musste aber nicht sein. Ja, ich habe mir halt den Schädel abgehauen. Ich werde mal mitgehen müssen. Nur so weiß ich, dass einer wie sicher ist. Was auch immer das für eine ist, ich fürchte, das ist nicht möglich. Warum nicht, Lago? Oder Iago? Let me explain. Milady Camilla, Garen sieht diese Expedition als Art Prüfung. Als sein Hauptberater wurde ich mit der Organisation dieser Mission betraut. Er möchte wissen, ob Prinz Ainavi würdig ist. Schließlich entstammt er der Adelsfamilie. Daher würde euer Zutun nur die Ergebnisse trüben.
Understood. Ich verstehe. Camilla, ich muss das allein machen. Das verstehst du sicher. Nicht ganz allein, einer wie... Father? Vater? Ich habe euch gar nicht gesehen. Wisse, dass ich nicht vorhatte, dich dort völlig schutzlos hinzuschicken. Hans, Milord. Das ist Hans. Er ist ein Veteran und wird Probleme von dir fernhalten. Thank you. Danke, Vater. Ich würde mich vor dem Mann in Acht nehmen, wenn ich du wäre, eine Wie. Wieso sagst du das? Er ist ein Verbrecher, ein Mörder. Ich habe ihn vor Jahren festgenommen. Vater glaubt wohl, er wurde rehabilitiert. Aber ich bin mir das nicht so sicher. Davon abgesehen ist er ein überragender Soldat. Ich verstehe. Ja, ich tippe mal, der Typ hat die Aufgabe, uns umzubringen. Bodenlose Schlucht N. Punkt. Unglaublich, das ist es also, die bodenlose Schlucht. Ja, das ist die natürliche Grenze, die Hinnor und Toshido trennt. Das sie kann nicht wirklich bodenlos sein, oder? Of course. Die unendliche Finsternis spricht für sich. Die, die hineinfielen, kehrten nie zurück. Ich verabscheue diesen Ort. Irgendetwas stimmt einfach mit ihm, nicht mit diesem Land hier. Der Himmel ist dunkel und unheilvoll, und Blitze treffen die, die darüber fliegen. Dieser Ort war nie für Sterbliche bestimmt. Normalerweise würden wir ihn umgehen. Aber die Festung, die König Garon begutachtet haben will, ist gleich dort drüben. I see. Oh, es ist nicht so schlimm. Vielleicht bin ich auch nur glücklich, draußen zu sein. Im Vergleich zu der Festung, in der ich war, ist das hier absolut aufregend. My. Das rückt das Ganze hier wohl ins rechte Licht, Milord. Kommt, lasst uns weitergehen. Verdammt! Es sieht so aus, als ob die Festung nicht so verlassen ist, wie wir annahmen. Warum zum Teufel wimmelt es hier nur so von Hoshiden? Halt! Kommt nicht näher, Soldaten aus Noor! Überquert ihr die Brücke, ist das eine Missachtung unseres Grenzvertrags. Kehrt sofort um und wir sind gezwungen, euch anzugreifen. Was sollen wir nur tun? Wir sind nicht hier, um zu kämpfen. Wir sollten umkehren und Vater berichten. Of course. Eine weise Entscheidung, Milord, einer wie. Wer hat dich denn gefragt, alter Mann? What? Was? Sterb dir, Mistkerle. Dafür wirst du bezahlen. Hans, was tust du denn? Wir hatten keinen Grund, die Truppen anzugreifen. Pah. Wir hätten es mit Diplomatie versuchen können. Wir sind nicht zum Kämpfen hier. Sprich nur für dich selbst, Schwächling. Was soll das denn heißen? Soldaten von Ishido, hört mich an. Lasst keinen Norn am Leben. Macht euch kampfbereit. Ah, dann bleibt jetzt wohl keine andere Wahl mehr. Macht euch kampfbereit, Milord Ainoi. Zielgebäude besetzen. Spielerphase. Nun dann, Milord Ainoi, es gibt zwei Arten von Kampfformationen. Ihr müsst beide lernen und das schnell. Geht ihr zum gleichen Feld wie ein Verbündeter, stärkt das eure Defensive. Euer Verbündete profitieren davon, doch ihr könnt nicht angreifen. Wollt ihr eure stärksten Attacken ausführen, stellt euch neben ihn. Diese Formation gibt Verbündeten die Möglichkeit, gleichzeitig anzugreifen.
Ich würde euch mehr erzählen, aber ihr erfahrt es gleich in der Praxis. Kombi, bewege dich neben eine verbündete Einheit, wähle Kombi, um in ihren Schutz zu treten. Die Werte der Haupteinheit werden erhöht und der Partner kann nicht angegriffen werden. Im Verlauf des Kampfes erhältst du Punkte, die schließlich deine Doppelverteidigung auslösen. Zusätzlich verteidigt der Partner die Haupteinheit gegen Doppelschläge. Okay. Mal sehen, wir haben hier so eine kleine Festung. Er schafft eine Brücke. Ah. Ich sehe, das sind Drachenadern, wenn ich das richtig verstehe. Gibt's hier sonst noch eine? Okay. Ah, da sind sogar zwei drauf. Okay. Den kann ich nicht kontrollieren. Dann gehen wir mal hier rüber. Du kannst hier hingehen. Ich möchte ungern da vorne haben. So. Gah, stirb! Daneben, oh oh. Die Position des Feindes jenseits der Brücke ist unüberwindbar für dich. Wir müssen einen anderen Weg finden, die Schlucht zu überqueren. Milord einer wie, haltet ihr nach einer Drachenader Ausschau? Okay, ich glaube, ich heil ihn lieber. Ich habe irgendwie so das ungute Gefühl, dass wir den Hans noch brauchen könnten. So. Dann gucken wir mal da drüben. Sind Drachenadern. So, können wir hinterher. Warten wir, wir brauchen jetzt noch keine Kombi. Der haut aber öfters daneben. Der haut nur daneben. Ja, gut, dass wir die Heilung bei ihm lassen. So, so levelt sie auch ab. Ist auch keine schlechte Idee. Okay, die Brücke oder die? Ich würde eher die hier wählen. Die Drachenader aktivieren. Götter, hast du gesehen, was mit der Klippe geschehen ist? Womit haben wir es hier zu tun? So. Hier warten. Ich weiß, die Verteidigung erhöht sich dadurch nicht, aber vielleicht greifen die ja auch den Ritter an. Das wäre nicht schlecht. Der trifft auch gar nicht. Der hat nur eine 50%ige Trefferquote. So, gut, die können wir ausschalten. Ach, wir haben immer noch das Schwert. Gut, da können wir uns nicht gegen verteidigen. Jetzt aber komm, der hat... Na endlich. Der hat bei 4 Angriffen nur einen getroffen. Das ist weit unter 50%. So, du bewegst dich hier vor, weil wir dann hier angreifen. Ja. 100. 92% sind nicht zu wenig. Und können wir weiter mit dem Stab agieren. Kann nicht schaden.
Ja, besonders mit so einer hohen Fehlschlagsquote, die der hat. Ja, nicht unbedingt. Ja, wir beide warten mal hier. So. Ach, der kann ich sogar wirklich angreifen. Dann hier, nimm ein paar Ninja-Sterne. Ah, jetzt sind die Werte schon ein bisschen runter. Aber das macht, glaube ich, für ihn nichts. Na endlich! Das ist so eine Sache, worauf man die ganze Zeit wartet. So, was hat der? Der greift zweimal mit 8 an. Und jetzt, ja gut, das ist dann schon wesentlich effektiver, weil jetzt macht das null Schaden. Begreift ihr überhaupt, was ihr heute hier getan habt? Bushido wird keine grundlosen Angriffe dulden. Die Rache ist unser. Oh, und meine Trefferquote ist ja wesentlich höher. So, dann heil ihn wieder hoch. Level up! Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit mir. Okay, er fügt uns jetzt keinen Schaden zu. Ja, okay. Alles noch im grünen Bereich. Selbst der fügt uns keinen Schaden zu. Level 5. Stärke, Geschicklichkeit, das Training zahlt sich endlich aus. Seht doch, aus dem Süden kommen noch mehr Truppen. Der Feind erhält mehr Verstärkung. Seid auf der Hut, Einhörner. Jetzt konnte ich das nicht lesen. Manchmal erscheint während eines Kampfes weitere Gegner auf dem Schlachtfeld. Mehr ist es nicht. So, jetzt muss ich mal hier ja gut, mehr kann ich aber auch nicht machen. So, dann gehen wir von der Seite ran. Dann kann das nämlich nur einer von den Verstärkungen. Perfekt. So. Du sollst verdammt sein, es ist noch nicht vorbei. Ja, wir müssen das noch einnehmen. Muss ich besetzen. Null Prozent, okay. Okay, ich habe mein Möglichstes versucht, ihn am Leben zu erhalten, aber das ging nicht. Boah, ich habe hier wohl genug Schaden angerichtet. Es wird Zeit, sich zurückzuziehen und mit anzusehen, wie es weitergeht. Können wir sogar erledigen, dann machen wir das. Man darf ja nie etwas Training hinter vergessen. Ziehen wir uns zurück. Da die nicht gegen uns kämpfen wollen. Wie sieht's da aus?
So. Yep. Ah ja, das ist auch gut. Das ist natürlich perfekt, wenn wir da in den Nahkampf können. Die will ich nicht erledigen, das sind mir zu viele. Aber ich warte trotzdem, auch wenn ich jetzt einen Zug länger brauche. Jetzt kann halt sie noch ein Level machen. So, und dann kann ich hier das besetzen. Und abgeschlossen. Einer wie und Gunther haben das meiste gemacht. So habe ich mir das nicht vorgestellt, aber zumindest erfüllte ich Vaters Mission. Ihr seid der Anführer dieser Truppen. Pah, ihr seid ja nur ein Knabe. Wer bist du? Und wer das ist, werden wir in der nächsten Folge erfahren. Bis dahin. Auf Wiedersehen.